Es ist ein ereignisreicher Tag in Altenmarkt. Vor genau 75 Jahren wird Altenmarkt zum Markt erhoben. Das Marktrecht bekommen jene Gemeinden verliehen, denen besondere Bedeutung zufolge ihrer geografischen Lage und ihres wirtschaftlichen Gepräges zukommt. Kaum eine andere Gemeinde in Salzburg hat sich in den letzten Jahren so dynamisch weiterentwickelt wie Altenmarkt. Das kann man durchaus sagen. Also ich habe mich natürlich jetzt so 75 Jahre Markterhebung wieder ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt. Und das 1948er Jahr, drei Jahre nach Kriegsende, das waren schon noch sehr bescheidene Zeiten. Aber es hat damals, diese Feier hat schon einen Motivationssprung im Ort ausgelöst. Und ich kann mich da von meinen Eltern auch noch erinnern, die damals über dieses Fest Markterhebung Altenmarkt immer im Positiven geredet haben. Und das war ein bisschen, das Selbstbewusstsein in den Menschen ist gesteigert worden. Es gibt eine Zukunft und es hat einen Motivationsschub ausgelöst. Dieser Motivationsschub hält bis heute an. Jetzt natürlich, wenn man die letzten 15, 20 Jahre hernimmt, da ist die Dynamik natürlich massiv gestiegen. Altenmarkt hat sich wirklich, glaube ich, kann man schon mit Stolz sagen, sehr gut entwickelt. Anlässlich dieses Jubiläums errichtete das Museumsteam rund um Achim Winter, nämlich Kustus Franz Walchhofer und seine beiden Stellvertreterinnen Steffi Oberreiter und Helga Sobota, eine Sonderausstellung. Durch die Chronikerstellung in den 90er Jahren, da sind über 4000 Fotos gesammelt worden. Und so hat man relativ einen großen Fundus. Es ist oft nur schwierig, dass man es zuordnet. Und wie lange sieht man jetzt diese Sonderausstellung? Ja, die bleibt jetzt ein Jahr. Also wer sich interessiert, herzlich eingeladen, diese Ausstellung auch anschauen. Und was die Fotos anbelangt, muss ich euch schon noch dazu sagen, wir haben auch jetzt noch gesammelt und haben wieder Fotomaterial zum Vorschein bringen können, was wir noch nicht gehabt haben. Auch einige Jahrzehnte alte Videos sind zu sehen. Da ist ein Video auftaucht, das was sogar in Insenfeld aufgenommen worden ist. Da hat es praktisch eine Traktorvorführung gegeben in die 50er Jahre. Da hat man Lintertraktoren hat man da vorgeführt. Der Schmidt Steiner hat die vertrieben. Es ist ganz interessant, natürlich kennt man hinterbei die alten Gebäude. Man sieht, wie frei noch alles gewesen ist. Und was mich besonders gefreut, meine Tante, also mein Vater und seine Schwester fährt da am Feld mit dem Traktor und ist auf diesen Filmaufnahmen drauf. Es ist eine gute Idee, gute Entscheidung, zum 75-Jahr-Jubiläum so eine Sonderausstellung zu machen, weil da wird die Geschichte erlebbar, da wird die Geschichte auch, kann vermittelt werden. Und Altenmarkt hat ja in der Tat eine lange Geschichte, ist ja die älteste Siedlung im Salzburger Ennstal, fast 1000-jährige Geschichte. Und vor allem die jüngere Geschichte wird, ich denke, in dieser Sonderausstellung gut aufgearbeitet. Und das ist eine, finde ich, ganz tolle Initiative der Gemeinde. Am 24. September 1948 überreicht der damalige Landeshauptmann Josef Rehrl dem Altenmarkter Bürgermeister Rupert Weizgasser die Urkunde zur Markterhebung. Diese und viele andere zeitgeschichtliche Fotos findet man in der Ausstellung. Ja, also ich finde es einfach eine große Freude, dass auch im Museum eine Ausstellung gestaltet worden ist zum Thema 75 Jahre Markterhebung, weil ein Museum ist so eine Art geschichtliches Gedächtnis eines Ortes. Sie recherchieren, was war damals überhaupt vor 75 Jahren, hat es vielleicht vorher schon Ansprüche gegeben an einen Markt und wie war das, wie hat sich einfach die Zeit entwickelt? Wie ist es dazu gekommen, wo wir heute stehen? Und das ist eine wichtige Aufgabe von einem Regionalmuseum und das ist da in Altenmarkt jetzt mit diesem Jubiläum einfach perfekt wahrgenommen worden. Unser Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer hat anlässlich einer Museumseröffnung einmal gesagt, die Museen erzählen die Geschichte einer Veränderung. Und ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt. Und ich sage, unsere Ausstellung 75 Jahre Markterhebung ist da wirklich jetzt ein Volltreffer dazu. Wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit, dass man wirklich sagt, das Museum ist ein Zeitzeuge, wo man wirklich festhält, wie war es wann. Wer also mehr über die letzten Jahrzehnte in Altenmarkt wissen möchte, wird in der Sonderausstellung 75 Jahre Markterhebung Altenmarkt im örtlichen Heimatmuseum fündig.